So, schönen guten Morgen. Es ist ein wunderschöner Wintermontag heute. Und zwar fällt mir langsam die Decke auf den Kopf. Und ich denke mir, dass ich jetzt mal wieder eine Reise unternehmen werde. Und zwar will ich wieder nach Kuppenburg, weil meine Mutti bald Geburtstag feiert. Und zwar schaue ich da im Internet bei mitfahrgelegenheit.de. Kommt man auf so ein Suchfeld. Da gibt man hier einfach seine Stadt ein. In dem Fall ist das von Dresden nach Leipzig. Und dann haben wir hier haufenweise Angebote. Zum Beispiel hier, heute um 12. Und zwar ist das die Dorothea Brot. Da stehen dann auch die Telefonnummern dazu. Der Zug fährt 12.28 Uhr. Das dürfte ich noch schaffen. Es ist 10:30 Uhr. Jetzt ungefähr 20 Minuten vorher. Und zwar ist das Sachsen-Ticket. Das ist eine ganz praktische Sache. Wenn man 5 Leute findet, kann man dafür 5 Euro fahren. Sonst gibt es auf mitfahrgelegenheit.de, sonst normale Mitfahrgelegenheiten, wo man mit dem Auto fahren kann, sehr kostengünstig im Gegensatz zur Bahn. Mein geliebtes Zauberbuch wird jetzt auch verpackt für die Reise. Und zwar in diesen wunderschönen Aktenkoffer. Da habe ich mir vor einer Weile überlegt, ich bräuchte was Kompaktes, wo ich die ganze Technik reintun kann. Und da habe ich doch einfach diesen wunderschönen Koffer hier gefunden. Diesen Aktenkoffer. Wurde containert und das einzige, was kaputt war, war hier die Seite und er ist wirklich nagelneu. Ich habe jetzt gerade mal hier in den Taschen nachgeschaut und da waren zwei Visitenkarten drin, die sind beide von Andreas Rümpel, Brand- und Katastrophenschutzamt der Landesstadt Dresden. Das ist ja sehr interessant, ein interessanter Zufall, ich würde mir natürlich aufheben. Da frage ich mich nur, was wohl in nächster Zeit alles passiert. Werde gehorsamst, Abmarsch bereit. So, eine Stunde fährt der Zug und ich habe jetzt hier beim Eisenfäustel auf der Bautzner Straße ein ganz feiner Laden. Hier gibt es nämlich allerlei Hilfen für den Haushalt, kleine Schrauben, Muttern. Und der gute Herr bohrt jetzt meinen Koffer auf, dass er gleich repariert werden kann. Ich bin total begeistert, deswegen mache ich gerne Werbung für Eisenfäustel. Eisenbahn, Werkzeug, Haushaltswaren, Bautzner Straße 51. So, Punkt 12, ich bin hier am Neustädter Bahnhof, es hat alles perfekt geklappt. Und ich bezahle nur 5 Euro, weil wir 5 Leute sind. Und wir fahren dann quasi eine halbe Stunde los. Ich kann mal gucken, wie die Preise sind. Normal nach Leipzig sind das 20 bis 24 Euro. Das heißt, ich habe mal wieder 15 bis 20 Euro gespart. Also ich liebe ja Bahnfahren. Es ist einfach ein romantisches Flair, wenn man das ja alles so sieht. Gerade Bahnhöfe sind auch so emotionale Orte von Abschied und Willkommen. Außerdem ist Zugfahren sehr gemütlich, finde ich. Man hat sehr viel Platz und kann immer noch am Laptop arbeiten. So, endlich in Leipzig angekommen. 4 netten Damen gefahren, war sehr sympathisch. Ich werde jetzt erstmal einen Kaffee trinken, hier auf dem schönen Bahnhof in Leipzig. So, jetzt muss ich hier noch 1-2 Stunden auf meine Mitfahrgelegenheit nach Kuppenburg warten. Bin jetzt auf dem Leipziger Hauptbahnhof. So sieht's hier aus. Und ich hoffe, ich finde jetzt eine Bahnhofshalle, irgendwas, was warm ist. Mir ist arschkalt. Seize the day.